alle verstehen sich miteinander. Es ist wirklich, wirklich fein, ja. Lass die Mitarbeiter leben, lass sie einbringen, lass sie einfach aufblühen, oder? Wir besuchen Schöchs Miethaus in Feldkirch, eine Traditionsfleischerei, die unter Christoph und Stefan Schöch begonnen hat, neue Wege einzuschlagen. Wir haben mit Mitarbeitern und Inhaber darüber gesprochen, was den Betrieb so besonders macht. Ja, für mich ist das Wichtigste meine Familie. Ich habe drei Kinder. Meine Frau hilft auch sehr mit im Betrieb, wo mir sehr, sehr wichtig ist. So ein bisschen Rückhalt für mich. Und ich mache gerne Sport, das ist ein Ausgleich für mich. Ich gehe einfach gerne Fußball, kein Tennis spielen mit den Kollegen. Ja, das ist das, was ich in der Freizeit mache eigentlich. Ja, ich habe jetzt vor 2 Jahren den Familienbetrieb übernommen, von meinem Papa, von meinem Onkel eigentlich. Das ist jetzt die 3. Generation, die wir da haben eigentlich. Ja, mein Bruderzimmer ist da und in der Stadt immer im Schwagerzimmer. Also wirklich ein Familienbetrieb immer noch, weiterhin. Ich arbeite 15 Jahre, 17 Jahre schon in dem Betrieb. Bin jetzt eigentlich, ich kann mitschaffen und für mich war das immer klar, dass ich eigentlich die Firma übernehmen möchte, weil ich doch auch gerne Herausforderungen habe. Und Mensch, ich bin gerne, ja, wie soll ich sagen, ich bin ein Macher. Ich bin wirklich ein Macher und habe gerne, ja, wie soll ich sagen, ich brauche ein bisschen ein Adrenalin, oder? Ich habe eigentlich wie Doppel angefangen, zuerst eigentlich die Produktion draußen, dann hat es geheißen, verkaufe auch gut. Dann habe ich Doppellehr gemacht, bin ein Verkauf gegangen und dann bin ich eigentlich in allen Bereichen durchgekommen, dann 17 Jahre und habe überall ein meine Inputs rausgeholt, die für mich wichtig waren. Und ja, so ist eigentlich Schritt für Schritt alles entstanden. Und dann habe ich vor 3 Jahren, 1/2 Jahr die Firma in der Stadt aufgemacht und dort haben wir ein neues Branding gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen uns jetzt gerade schön, machen wir ein schönes Miethaus draus, ein bisschen moderner, ein bisschen peppiger, ein neues Design hier, einfach ein bisschen mit der Zimico. Und trotzdem war wichtig, dass es schön steht, weil es doch der Familienkern war. Ja, so ist es entstanden eigentlich. Erstens, wo ich das Geschäft übernommen habe, sind ständig ein Wachsen. Ich habe jetzt auch 30 Mitarbeiter da. In der Stadt in nochmal 6. Sehr, sehr viel definieren muss ich. Sehr ein Stück mehr mit Kunden zum tun. Was Gastronomiekunden, da private Kunden. Also schon einiges dazu gekommen und sehr viel Büroarbeit. Das habe ich fast schon unterschätzt am Anfang, aber zum Glück habe ich meine Frau, die mir da gut mithilft und ja, so wachse ich Schritt für Schritt hin. Und ja, sehr, du merkst, der Trend Metzger ja, hat ein Kreativ gehabt. Ich habe das Gefühl, langsam kommt es wieder ein auf. Wir haben jetzt wieder 2 Lehrlinge hinter uns, wo ich froh bin, dass wir wieder so alle haben, dass wir wieder ein paar Leute dazu gewinnen. Oder? Damit auch in Zukunft der Familienbetrieb in guten Händen ist, weiß Christoph Schöch, ist ein tolles Team die Basis für alle Erfolge. Also ich bin der Kermay Bradley, ich bin jetzt 15 und komme aus Banks. Habe eigentlich, weiß ich gar nicht, wie ich da dazugekommen bin zu der Lehre. Eigentlich will ich Berufsjäger werden. Und hat mir ganz gut gefallen da, bin schnuppern gekommen. Und dann habe ich mir den Betrieb ausgesucht und so bin ich da dazugekommen. Ja, ich habe halt schon als mein Vater hat halt erzählt, dass er früher als Kind auch Hasen gemeistert hat, oder, daheim auf dem Bauernhof. Und dann hat mich das eigentlich auch so interessiert. Und eigentlich interessiert mich auch das Kleine auch gut, aber da war es halt ein bisschen größer und das passte dann nachher zum Wild dazu. Und das hat mir halt so gut gefallen. Ist ein schöner Beruf, deshalb habe ich es eigentlich ausgesucht. Also am Morgen ist es irgendwie ziemlich schwer zum Aufstehen, weil es ist schon ein paar Tage früher, aber danach, wenn du da bist, merkst du es eigentlich gar nicht mehr. Da bist halt, da wirst du halt reingewickelt und du merkst einfach nicht mehr, dass du wirklich am Arbeiten bist. Da denkst du einfach, ja, jetzt bin ich gerade unterwegs, jetzt mache ich gerade etwas. Da denkst du nicht wirklich, boah, jetzt muss ich arbeiten, auch im Klima. Es ist ein super Klima, es ist ein kleinerer Betrieb. Wir haben nicht so viele Leute und alle verstehen sich miteinander. Es ist wirklich, wirklich fein, ja. Also, mein Name ist Isabel. Sie sagen eine Wale Isa zu mir. Es ist mein Spitzname, ist ein bisschen kürzer, ein bisschen einfacher. Ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr da. Ich arbeite super gerne, ich bin super zufrieden, ich habe echt super Arbeitskollegen. Ein toller Chef natürlich, kann man nicht sagen. Und ja, also ich wohne in Feldkirch, ich komme aus Feldkirch. Ich habe davor
in einem anderen Bereich gearbeitet. Zuerst war ich Bäckerin und dann habe ich Kellnerin gelernt. Und jetzt bin ich da und froh, dass ich da bin. Hey, das ist echt interessant. Das Glück, was ich habe, ist, seit ich es übernommen habe, irgendwie finde ich immer wieder selber die Leute dazu. Ich weiß nicht, weil ich jung bin oder ein modernes Design, ein Branding. Ich kann es dir gerne nicht sagen, aber ich finde immer wieder Leute dazu, vielleicht so ein Umgang, was ich mit den Mitarbeitern habe, dass sich das halt umeinander redet. Und ja, mein Motto ist halt immer ein bisschen geben und nehmen, lass die Mitarbeiter leben, lass sie einbringen, lass sie einfach aufblühen, oder? Und so, glaube ich, gewinne ich Leute dazu. Und ich glaube, so muss man es heutzutage so einfach ein machen. Und dann redet sich das umeinander, ist halt die Mundpropaganda und so findest du dann halt wieder Lehrlinge und andere Mitarbeiter. Ja. Also es ist so, ich habe meine dritte Lehre angefangen als Fleischfachverkäuferin und war zuerst woanders. Und meine Lehrerin, Rebecca, die arbeitet in der Stadt drin. Die hat dann gesehen, da suchen sie Leute. Und dann habe ich mich dazu entschieden zum Wechseln und habe jetzt da mein drittes Lehrjahr beendet. Und bin aber super zufrieden mit der Entscheidung, dass ich es gemacht habe. Ja. Cool, cool. Ich bin der Mirko. Also ich bin in Österreich seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren in Österreich. Ich bin zufällig hier gekommen, sollte eigentlich nur für 2 Monate bleiben, aber bin beim Schöck so geblieben. Und dieses Jahr im November wird es 10 Jahre, dass ich hier bin. Und wahrscheinlich bleibe ich auch länger noch. Christoph hat die Firma vor 2 Jahren übernommen und hat alles mir gepasst, oder? Ganz guter Arbeitgeber. Besser kann man nicht vorstellen, oder? Regionalität ist für das Miethaus besonders wichtig. So kommt zum Beispiel ein Großteil der Schweine aus dem Nachbarsdorf Giesingen. Und auch in anderen Bereichen wird auf Regionalität und Nachhaltigkeit geachtet. Also für mich hat es wirklich sich verändert, dass ich da halt, wo ich das Fleisch kaufe. Weil früher habe ich nicht darauf geachtet. Früher ist man halt in den Spar gegangen, haben wir dort halt das Fleisch geholt. Oder? Und mittlerweile ist es halt so, ich sehe, dass das eigentlich extrem gut da läuft. Auch wenn es ein bisschen teurer ist, es ist eigentlich ein super Fleisch. Und dass ich es selber machen kann, das gefällt mir einfach gut. Ja. Deshalb, das ist das Größte, was ich gemerkt habe. Oder? Und ja. Ich schaue eigentlich sehr gerne drauf, zum Beispiel Kaffee unverschwendet, Kaffee zur Marmelade zu, wo man heißt, bevor man es Obstfurt hat, macht man Marmelade draus und dann tut man es weiterverarbeiten. Oder? Was aber noch sehr wichtig ist für mich, dass ich das ganze Tier wertschätzen tue, das ganze Tier eigentlich verarbeiten, verschaffen, heißt mit meinem Barf, Hundefutter und das Ganze. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Kurze Transportwege, für Giesinger durch, gegen die Schweine zum Beispiel, das sind einfach kurze Transportwege. Oder? Klar, du kannst nicht immer alles im Umkreis haben, es kommt auf dem Reservoir raus, aber ist immer noch für mich regional, das Ganze. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig für die Schau. Natürlich auch wenig Plastikmüll verursachen. Heutzutage muss man auf jeden Fall schauen. Ist zwar nicht so offen mit dem Fleisch, aber ich bin Schritt für Schritt dran, das zu optimieren, sage ich mal so. Ich muss halt sagen, wir sind ziemlich, ich sage jetzt mal, ländliche Region, kann man schon fast sagen. Wir wohnen im Dorf, wir kommen aus dem Dorf, wir wissen, dass es wichtig ist, einfach ländliche Sachen zum kaufen und das Ländli zum unterstützen, egal in welcher Branche, sei es Fleisch, Brot, Milchprodukte, egal wo. Und tun ich auch selber. Ich habe auch selber Bäcker gelernt, deswegen, weil ich einfach auf die Regionalität schauen möchte, weil ich wissen will, wo das Zeug herkommt, weil ich wissen möchte. Ja, und das geht mir beim Fleisch genauso, deswegen habe ich das dann auch gewählt, dass ich hergewechselt bin. Man muss halt sagen, wir wissen, wo die Sachen herkommen, wir wissen, dass das Sauer von da kommt, das Rinder von da kommt, das Kälber von da kommt. Und das ist einfach schon wichtig, weil halt Leute auch wissen, sie kommen zu uns und sie haben die Qualität und sie wissen, es kommt von Vorarlberg. Und das ist schon, glaube ich, ein wichtiges Thema für viele Leute, gerade halt eben in den eher so Regionen wie jetzt eben Feldkirchenhofen, die Giesinger, Tostadt, die sind alle so klein. Wie auch in Vorarlberg, so auch bei mir persönlich, schaut man immer mehr und mehr auf das. Oder? Halt von 10 Jahren habe ich gar nicht über das gedacht, oder? Aber jetzt halt, jetzt ist es schon ein bisschen anders und man schaut schon auf Regionalität und es ist schon was anderes, wenn du etwas aus Vorarlberg hast. Ja, wie gesagt, wie persönlich so auch geschäftlich schaue ich auch auf das. Ja, sehr viel. Ich habe Progeschnaps zum Beispiel von Clues, dann der Kekkes Gin von Rankwil, der Prinz habe ich da auch noch dazu, dann habe ich hinter der Sabrina als Nudler. Die macht so alles aus Vorarlberger Produkten. Die schaut auch wirklich sehr drauf, die kommt verblutet.
Ja, so schaue ich ein bisschen dazu. Dann habe ich natürlich auch Schnipfel Bergkäse, wo ich dazu schaue. Das sind eben so die verschiedensten Produkte, wo ich schaue, dass ich wirklich regional schaue. Es geht nicht alles, aber ich schaue sehr gut drauf. Obst kriege ich auch von der Firma Allgäu Agra. Gemüse meine ich. Kaufe ich da Kleele. Und ja, so schaut man einfach darauf, dass man mit regionalen Partnern zusammen schafft. Und so diese ein bisschen die ja. Wenn ein Tier geschlachtet wird, soll es sinnvoll und mit Respekt gestaltet werden. Und alles Verwertbare soll auch verwertet werden. So wird beispielsweise aus den nicht genießbaren Teilen Hundefutter hergestellt. Ja, also für mich ist es extrem wichtig, dass alles in Österreich gemacht wird. Weil der ganze Transport von weiten Ländern her, vor allem mit den lebenden Tieren. Und wenn wir zur Nachhaltigkeit kommen, da ist alles da, wird verwendet. Wirklich jedes Stück vom Tier wird verwendet. Nur wenige Teile werden wirklich weggeworfen, die was wirklich nicht benutzen kannst. Sogar viel werden auch für die Hunde gehen, oder? Und das ist halt auch, dass hier das wirklich alles verwendet wird, was geht, oder? Alles, was geht, wird verwendet. Und das ist bei mir auch wichtig, ja. Ja, gern. Und zwar ist es so, halt, man hat Fleischabschnitte. Die nehmen wir dann her, haben wir in eine schöne Stange gestoßen, immer so 400 Gramm Portion. Früher haben wir das, können das super mitnehmen. Wir nennen den Kuttel, den Mager, machen selber Kutte für Kundschafter. Aber so wie Brummernette, daher machen wir den Rest und mit dem haben wir den Hundefutter zum Barfen, oder? Was wird dann wiederverwertet, oder? Wenn wir ausgelöste Hähne haben, nehmen wir die Karkassen her, dann haben wir es abgeworfen für die Hunde wieder. Und so tust du das ganze Tier wertschätzen und verarbeiten, oder? Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig für mich. Ja, ist ein Lebewesen und das muss man einfach schauen, dass es halt nicht einfach vorwirft oder was, sondern dass man das Beste daraus macht, oder?